Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Ecclesion. Heute haben wir mal wieder eines der seit langer Zeit verschollenen Was zum Kuckuck ist gefunden. Und deswegen müsste es eigentlich heißen Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BZK Was zum Kuckuck ist Smite. Smite ist ein MOBA-Spiel, darauf werde ich gleich eingehen. Und zwar von Hi-Rez Studios. Hi-Rez Studios hat euch bis jetzt Tribes Ascend und Global Agenda gebracht. Beides genauso wie Smite, ein Free-to-Play-Spiel. Oder besser gesagt, alle sind quasi Free-to-Play-Spiele. Sind aber eher der Freemium, also Free- und Premium-Kategorie zuzuordnen. Man kann einige sehr spezielle Dienste, Sachen und ja, Skins zum Beispiel bei Smite mit Hilfe von einer bestimmten Währung, die es gibt, kaufen. Das wären hier so Steinchen. Und die kosten richtiges Geld. Aber man kann natürlich auch das Spiel normal spielen und nach ein bisschen längerer Zeit die ganzen Sachen auch freischalten, außer spezielle Skins. Aber sonst alle Götter kann man eigentlich kostenlos spielen. Es gibt zu Beginn eigentlich fünf normale Götter. Das sind quasi diese Helden, wie man zum Beispiel in League of Legends sagen würde, in Smite. Und diese fünf sind quasi die Basisrichtungen in einem MOBA. Also man hat einen Tank, man hat eher einen Carry, man hat einen Jungler und so weiter. Magier zum Beispiel. Und ja, sonst gibt es dann insgesamt bis jetzt 25 Helden, wenn ich mich nicht täusche. Und es soll bis zum Release noch insgesamt 30 geben. Hier werden sie Götter genannt, um das nochmals klarzustellen. Und wie ihr hier in diesem Bildchen sehen könnt, man kann quasi, solange das Spiel noch in der Beta ist, einen Rabatt kriegen, vor allem auf diese Götter. Und zwar kann man ja 30 Götter für einen Preis von 24 Euro kaufen. Und das ist während dieser Beta nur möglich. Sonst könnt ihr auch noch vergünstigt Steine kaufen und mit denen könntet ihr auch Götter und vor allem Skins kaufen. Das heißt, wenn ihr nicht alle Götter kaufen wollt oder einige freispielen wollt, aber dafür eher Skins haben wollt, dann wäre es vielleicht intelligenter, eher auf die Steinchen zu gehen, als euch für 24 Euro das Spiel zu holen. Wieso solltet ihr das zahlen? Es ist optional. Vor allem mit dem Geld könnt ihr die Entwickler unterstützen und sie können weiter an dem Spiel arbeiten. Patches rausbringen, das Spiel schön aktuell halten, weitere Götter erstellen, weitere Skins erstellen und das Spiel halt schön aktuell und spannend halten. Das Spiel ähnelt wirklich sehr, sehr stark Dota, League of Legends, Heroes of New Earth und ja, gibt es sonst noch großartig viele MOBA-Spiele? Eigentlich nicht. Das Besondere aber an dem Spiel ist, das werdet ihr auch in Kürze sehen, dass das Spiel quasi in der Third Person zu sehen ist. Und so spielt man. Spielt sich eigentlich quasi wie eine Mischung aus League of Legends und World of Warcraft Battlegrounds. Aber sonst, es gibt Buffs, die man nehmen kann, also die man kriegen kann, indem man Creep Camps zunichte macht. Es gibt Ausrüstungsteile, es gibt auch sogenannte Wards, die ihr aufstellen könnt, die quasi dann Gegner sehen und den Sichtbereich erweitern. Es gibt Türme, es gibt Phönixe, die hier als Phönixe, die in League of Legends eher als Inhibitor bekannt sind, die quasi die Mobs dann buffen, oder die Minions besser gesagt. Die kriegen dann Flammschwerter. Und diese Phönixe stehen dann irgendwann nach einer bestimmten Zeit auch wieder auf. Ja, sonst würde ich mal sagen, wir würden jetzt einfach mal in die, ja, in den Clan wechseln, um uns das ein bisschen anzuschauen, genau was es alles zu sehen gibt und wie das alles aussieht. Dieses Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger sein, als eigentlich ein BZK geplant ist, denn für die, die es nicht wissen, ein BZK ist eigentlich dafür da, um vor allem Indie-Games und einigermaßen auch Free-to-Play-Games ein bisschen zu unterstützen, euch zu zeigen, was man da kriegt, wie gut das Spiel ist, ja, wie es sich spielt, was in Zukunft noch vielleicht kommen wird mit dem Spiel und eigentlich in erster Linie vor allem den Entwicklern zu helfen,
damit sie ein bisschen Promotion kriegen. Und das versuche ich zu erreichen. Für euch ist es meistens eher vor allem ein erster Eindruck von mir, den ihr dann hören werdet. Hier und da kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen vorher zocken werde, damit ich einen Eindruck selber darf, also über das Spiel kriege, weil einfach nur blind drauf los reingehen in ein Spiel und spielen und dazu live kommentieren ist einigermaßen schwer und auch nicht dem Spiel gerecht. Hier habe ich ein Spiel online spielen können, erfolgreich, sonst ist das Spiel öfters abgestürzt oder die Server sind dann down gegangen wegen Wartungsarbeiten. Das kann passieren, das Spiel ist momentan noch in der Beta, von daher nehmt nicht alles ganz so streng und wir schauen uns mal die Menüs an. So, und so sieht der Bildschirm aus, nachdem ihr euch eingeloggt habt. Ihr habt hier in der Mitte quasi die Werbung, unten habt ihr euren Play-Account und ein Chatfenster und hier sind die verschiedenen Menüreiter. Und hier könnt ihr sehen, man kann dann in-game quasi dann Videos abspielen von YouTube, die einen helfen, um ja quasi das Spiel zu verstehen, die so kleine Guides darstellen, was eigentlich sehr nett ist. Und später gibt es dann quasi auch Streams, wo man dann den Leuten zusehen kann. Man muss das Spiel gar nicht verlassen. Das haben sie auch bei Tribes gemacht und haben es quasi hier auch übernommen. Ja, das Store, da wird dann auch quasi aufgehen, auch quasi über einen Browser, genauso wie ja Edelsteine, die man kaufen kann. Dann hier sieht man die Götter. Es gibt wie gesagt ungefähr 25 Götter momentan. 5 haben wir von Anfang an freigeschaltet, damit wir einigermaßen flexibel sind und mit anderen Spielern gleich spielen können. Und ihr seht, die meisten, die kosten eigentlich halt nur ein paar Edelsteinchen oder halt dann doch mehr dieser Ingame-Währung, die man sich verdienen kann durch Spiele. Und ihr könnt frei entscheiden, was ihr machen wollt, ob ihr die Ingame-Währung nehmen wollt oder die Steinchen, die Premium-Währung. Und hier seht ihr, bei den Skins ist es dasselbe. Wobei es einige Skins gibt, die ihr nur mit der Premium-Währung freischalten könnt. Die halt besonders cool sein sollen. Es bleibt jedem selbst überlassen, ob er extra Skins freischalten will, ob er richtiges Geld dafür ausgibt oder nicht. Das ist wirklich jedem selbst überlassen. Man sollte die Leute nicht dafür verurteilen, denn eigentlich sind sie die besseren Spieler, denn sie unterstützen die Entwickler. Und man kann auch den Namen ändern, den Accountnamen. Dafür muss man auch 400 Ständchen blechen. Hier seht ihr das soziale Menü mit Freunden, die man hinzufügen kann. Sehr lustiges Video da in der Mitte. Gefällt mir richtig, wie hier Ymir quasi Ra eine Kopfnuss gibt. Ach, wie schön doch Freundschaft ist. Und auch hier Einladungen quasi, die man kriegt von Leuten. Freundschaftseinladungen, die kann man sich auch hier anschauen, wie viel man hat. Und man kann auch Spieler blocken und hier seht ihr das da unten. Ymir ist ein bisschen aggressiv und schon hat er den Troll gefroren und geschlagen. Sehr schön. Dann der nächste Punkt wäre dann das System. Sehr, sehr wichtig, welche Optionen gibt es denn eigentlich? Das interessiert sehr viele. Ihr könnt sehen, Videooptionen von der kleinsten Auflösung von 800x600 bis hin zu 1920x1080. Alles vertreten, denke ich mal, im Großen und Ganzen. Detailstufen, Schattenstufen kann man alles einstellen, V-Sync. Es gibt sogar den fensterlosen Fenstermodus, oder wie man sagen will, den randlosen Fenstermodus eigentlich. Fensterlosen Fenstermodus. Und den kann man auch einstellen. Ist sehr praktisch, wenn man vor allem nebenbei auch ein bisschen browsen will oder einen zweiten Monitor hat. Und hier Hotkeys, Audio-Einstellungen. Ist eigentlich nicht schlecht. Vor allem für ein Free-to-Play-Spiel ist es eigentlich sehr, sehr gut. Konsolen-Commands gibt es momentan noch, weil es in der Beta ist, genauso wie Bug-Reports, die man senden kann. Ja, Beta-Keys kann ich auch versenden, das heißt, wenn ihr einen Beta-Key haben wollt, ihr könnt mir eine persönliche Nachricht mit eurer E-Mail-Adresse schicken und dann kann ich mal gucken, ob ich da was machen kann. Und hier seht ihr quasi das Spielmenü, man kann Noviz-Matches haben, die sind dann wahrscheinlich ohne Rang. Normale Matches, die werden dann gewertet, 5-Mann-Teams kann man auch machen, wenn man 5 Freunde hat und sich mit denen anmelden kann. Oder halt alleine mal üben, vor allem zu empfehlen, wenn man neue Helden hat oder einfach mit seinem Team ein bisschen üben will, ohne gegen richtige Spieler zu kämpfen.
Es gibt viele, die gerne gegen Bots üben. Mich mit eingeschlossen. Hier seht ihr, das ist das Auswahlmenü. Vor allem bei diesem Probemenü kann man zumindest in der Beta noch jeden Helden auswählen, auch wenn man diesen nicht besitzt. Was sehr, sehr schön ist für Vorschau-Videos zum Beispiel. Und falls dieses Might-Video recht gut ankommt und euch das Video gefällt, dann könnte es sein, dass ich vielleicht mehr rausbringe oder wenn ich einfach Lust dazu habe. Aber wir schauen uns jetzt mal die Übungsmap an und Ymir. Ymir ist ein Tank. Und das Schöne ist auch, falls ihr das vorhin gesehen habt, man kann einstellen, dass Items dass Items quasi automatisch eingekauft werden nach den Einstellungen der Entwickler. Und dasselbe gilt auch für die Skills. Skills kann man auch quasi automatisch zuweisen lassen. Und ja, hier seht ihr quasi das erweiterte Chat-Menü, sag ich mal. Die haben die wichtigsten Befehle quasi auf Hotkeys zusammengefügt und ihr könnt diese einfach nur drücken und eine Stimme sagt das, was ihr eigentlich sagen wollt, beziehungsweise euer Charakter. Was sehr, sehr praktisch ist. Vor allem geht es schneller als tippen teilweise und es gibt viele Leute, die vielleicht gerne mit Leuten, die sie nicht kennen, zusammenspielen wollen. Einfach nur schnell mal eine halbe Stunde, Stunde mal sich hinsetzen und spielen. Und da muss man nicht unbedingt viel rumschreiben oder ins TS oder Ventrilo oder was auch immer gehen, sondern kann einfach mit diesen Kürzeln ja, sich auch verständlich machen. Und dieses Menü ist sehr, sehr ausgereift. Man sieht, es gibt sehr, sehr viele Befehle. Das ist unglaublich. Sonst zur Map, ihr seht die, sie ist recht oben. Und man sieht auch einen Timer schön, der einigermaßen groß ist. Man kann das ganze User Interface quasi auch ändern von der Größe. Habt ihr vielleicht vorhin unter den Systemeinstellungen gesehen. Man kann es größer machen, kleiner machen, je nachdem auf was für eine Auflösung man spielt und was für einen Monitor man benutzt. Ist es sehr praktisch. Beziehungsweise je nachdem wie gut man sieht. Hier sieht man, das Skill wurde automatisch nach dem Level Up vergeben. Ihr könnt sonst quasi auch ins Skill-Menü gehen oder auch die F-Tasten nutzen. Zum Beispiel hier unten seht ihr, wir haben auf 1, 2, 3 und 4 eigentlich Spells oben. Und wenn ihr zum Beispiel den 1er-Spell dann als nächstes upgraden wollt oder überhaupt anwählen wollt als nächsten neuen Spell, dann müsst ihr einfach nur F1 dann drücken. Falls ihr nicht die automatische Skillvergabe eingeschaltet habt. Die könnt ihr auch hier unten ausschalten. Und so wird sonst das Menü aussehen. Es wird alles erklärt, was man da haben will. Es gibt 5 Ausbaustufen jeweils. Von daher ist das eigentlich recht fein. Und dadurch, dass ich ein bisschen abgelenkt war, habe ich ein bisschen nicht aufgepasst. Und da sind sehr viele Bogenschützen. Ja, zum Thema des Spiels. Alte Götter, ihr seht das recht gut. Die Minions sehen auch aus wie Römer irgendwie. Oder alte griechische Phalanx oder was weiß ich was. Und das ist der Phönix, von dem ich vorhin erzählt habe. Wenn der kaputt geht, dann spawnen super Minions. Und hier das Kaufsystem eigentlich recht ähnlich wie bei anderen Spielen. Ihr habt verschiedene Kategorien da oben. Ihr könnt das auch einstellen, dass automatisch eingekauft wird. Ist vor allem für neue Spieler gleich am Anfang recht praktisch. Ihr macht das einfach an, seht mal, was gekauft wird. Und dann könnt ihr euch ungefähr daran orientieren. Und dann vielleicht mit anderen Items mal rumexperimentieren. Ihr könnt zum Beispiel, je nachdem wie die Gegner drauf sind, könnt ihr euren Tank noch defensiver machen. In dem Beispiel Ymir. Oder ihr könnt ihn offensiver machen. Weil er hat schon einigermaßen coole Fähigkeiten, sag ich mal. Und das ist das Gepinge. Ihr könnt, weil das halt in Third Person ist und mit WASD gesteuert wird, könnt ihr, um auf die Map zu pingen, einfach die Leertaste drücken. Und dann könnt ihr rumpingen. Linke Maustaste für dorthin gehen, attackieren, rechte Maustaste für dort ist es gefährlich, weggehen oder so. Score-Menü, ich klicke einfach die ganzen Menüs mal durch und die könnt ihr euch dann anschauen. Ist wirklich total ähnlich wie League of Legends. Und das ist quasi, wenn ihr League of Legends gespielt habt, unser Nexus. Oder in diesem Spiel halt der Minotaurus genannt. Der darf nicht sterben, weil wenn er stirbt, ist das Spiel vorbei. Das Nette ist aber auch noch daran, der Typ, der bewegt sich und greift an. Und er verteidigt sich. Sieht richtig cool aus.
Leider hatte ich bis jetzt nicht wirklich die Zeit und die Gelegenheit gehabt, den auch so wirklich aufzunehmen. Aber das kann sich noch ändern. Einfach das Video liken und kommentieren, eure Meinung dazu abgeben und ja, dann wird es wahrscheinlich in der Zukunft ein paar mehr Videos geben dazu, wenn es euch gefällt. Und hier sind wir jetzt mal in einem Live-Spiel mit 5 richtigen Spielern gegen 5 richtigen Spielern. Und am Anfang spawnt man halt hier vorne, wo ich gerade hinlaufe. Da kann man auch Items einkaufen und da wird man auch geheilt. Und da wieder, es sind die gleichen Items, weil ich halt den gleichen Char spiele, Ymir. Ich habe mir gedacht, ich spiele lieber einen Tank, weil der hält ein bisschen mehr aus, kann mich ein bisschen besser mit den Geflogenheiten des Spiels und der Steuerung vor allem auseinandersetzen, als mit einem Schadensausteiler. Und ja, es wird fröhlich drauf losgechattet, die Lanes werden zugeteilt. Irgendwie wollte niemand in die Mitte, also habe ich mir gedacht, ich gehe mal in die Mitte, wieso nicht? Die Türme sehen auch recht hübsch aus, halten einigermaßen viel aus und ihr seht, wie viel Schaden die machen. Ist nicht schlecht, der gegnerische Ymir, der hat seine Probleme, der ist fast tot. Und wir werden uns den in Kürze schnappen, oh, lecker Ymir. Ja, was es noch sozusagen gibt, ihr habt gesehen, die Türme, die zielen auch wirklich auf einen drauf und es gibt einen roten Strahl, damit man weiß, wer angepeilt wird. Das Besondere ist auch noch an den Türmen, sie ballern die ganze Zeit auf euch drauf, bis ihr aus der Reichweite seid. Und wenn ihr in der Reichweite von dem Turm seid und eure Minions da sind, dann werdet ihr eigentlich nicht angegriffen, aha, sondern quasi die Minions. Außer ihr attackiert einen feindlichen Helden. Sobald ihr einen feindlichen Helden attackiert, zieht der Turm, egal wie viele Minions da sind, auf euch. Genauso wie die Minions. Die Minions greifen eigentlich die anderen Minions an. Sobald ihr aber entweder in der Situation seid, dass ihr keine Minions habt, greifen die dann halt direkt euch an. Oder falls ihr einen feindlichen Helden attackiert, dann greifen die euch auch an. Und das merkt ihr daran, dass sie erstens euch angreifen und zweitens gibt es ein schönes Rufzeichen über den Kopf von den Gegnern, um zu zeigen, hey, oh, da ist was los. Und sie greifen euch dann an. Also sie werden dann schön aggro. Die Türme, die können auch nur mit Auto-Attacks oder Hauptangriffen, besser gesagt, von den Helden beschädigt werden. Also mit der linken Maustaste schlägt man zu und ja, mit keinen Spezialfähigkeiten. Was vor allem am Anfang ein bisschen dazu beiträgt, dass das Spiel sich ein bisschen in die Länge zieht. Ich habe gemerkt, ein Spiel ist einigermaßen kürzer als League of Legends. Ich glaube, so ein durchschnittliches League of Legends Spiel geht doch ungefähr 45 Minuten bis zu einer Stunde. Glaube ich zumindest. Ich habe längere Zeit nicht mehr League of Legends gespielt, aber ja. Und hier ist es eher so, dass man ungefähr schon bei 30 Minuten einigermaßen durch sein kann. Also es ist ein bisschen schneller. Dadurch, dass die Türme auch nicht wirklich viel aushalten und besonders wenn man recht schnell levelt, die auch recht gut kaputt kriegt. Und sonst sammeln wir hier halt ein bisschen Gold, ein bisschen Experience, das übliche bei einem MOBA-Spiel. Was ich besonders cool finde, ist der Jungle. Der ist richtig groß und richtig verzweigt und ihr habt alles mögliche am Buff. Ihr habt Mana-Rack, ihr habt HP-Rack, ihr habt Cooldown-Reduzierung, Laufspeed-Erhöhung, was gibt's noch? Schadenserhöhung, Verteidigungserhöhung, also und noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau, was es war, aber ja. Und die seht ihr schön an der Map, quasi die Symbole dafür und halt die freundlichen und feindlichen Spieler. Außerdem gibt es auch zwei recht große Mobs, die man quasi kaputt machen kann und die geben auch Gold und, aber keine Buffs, aber Gold und Experience zu Genüge. Hier haben wir den feindlichen Ymir eingefroren und schlagen auf ihn ein. Diese Wand ist extrem praktisch. Man kann, und da wurden die Dinger aggro. Aber zur Eiswand. Die Eiswand ist extrem praktisch, wie ihr sehen könnt. Man kann seine eigenen Einheiten vor Schaden schützen. Man kann die Versorgung von zusätzlichen Einheiten hindern und minimieren. Und da geht er wieder down. Ha. Und man kann auch quasi Helden, die weglaufen wollen, quasi dadurch ja, stoppen und sie ans Weglaufen hindern. Von daher ist sie mir auch recht gut, um, wenn er genug Schaden macht oder wenn die anderen, die mit ihm da sind, recht viel Schaden machen, dass er quasi noch den feindlichen Helden stoppt.
Zur Bewegung sei auch noch gesagt, man bewegt sich ein bisschen schneller vorwärts als rückwärts, weil man kann auch rückwärts laufen. Und sonst, wenn man quasi vor allem als Fernkämpfer die ganze Zeit ballert, dann man kann quasi im Laufen schießen, wird aber auch viel langsamer. Das heißt, wenn man schnell weglaufen will, dann sollte man sich umdrehen und einfach nur laufen. Und ich nutze gerne diese Eiswand. Das ist wirklich praktisch. Und hier haben wir wieder einen feindlichen Helden, diesmal den Affengott. Und er ist richtig krass drauf, was er da alles auf einen wirft, und er ist sehr schnell und verwirrend und wir verlieren Kontrolle über unseren Charakter und das ist einfach nur furchtbar. Aber auch er muss dann zugeben, dass er zu viel abgekriegt hat. Was auch üblich ist bei einem MOBA und bei Smite auch der Fall ist, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Disconnect hat, immer noch im Spiel bleibt und später quasi, wenn das Internet dann wieder funktioniert oder wenn man wieder einloggt, quasi dann wieder dem Spiel beitritt. Einige finden das eher schlecht, einige gut, weil, naja, rein theoretisch, was ist, wenn ein Spieler Rage-Quittet und rausgeht und einfach den Stecker zieht oder sowas? Da müsste man irgendwie zusehen, ob man den rausvoten kann oder so und dass ein neuer Spieler reinkommen würde, das wäre cool, aber ist die Frage, wie das noch beim Release dann aussehen wird. Weil hier hatten wir meistens eigentlich immer nur 4 gegen 4 gespielt, selten 5 gegen 5, weil immer irgendwer draußen war. Weil, wie schon vorhin gesagt, das Spiel ist momentan noch ein bisschen instabil, oder besser gesagt Server. Und Ymir ist einfach nur ein cooler Tank. Er hat genau die Crowd-Control-Fähigkeiten, die man braucht, er hält sehr, sehr viel aus. Und hier die Wand, und er kann nicht weg. Es ist so cool, den zu spielen. Und er macht auch einiges an Schaden. Muss man ihm zugestehen, im Kleinen. Wobei, Kleine ist er nicht wirklich, aber ja. Und sonst, ja, ihr solltet immer zusehen, Heiltränke zu haben. Vor allem, wenn ihr dann Jungler seid, dass ihr im Jungle unterwegs seid. Wards kauft, die auch legt. Schön supportet, immer wieder hin und her rennt, gankt. Also eigentlich die Standards von einem MOBA. Und ich muss ehrlich zugestehen, ich bin nicht so der MOBA-Experte, aber Smite gefällt mir. Ist halt was anderes. Und vor allem die Leute sind einigermaßen okay und nett noch. Aber das sind auch Beta-Tester. Die sind vielleicht ein bisschen mehr engagiert. Wer weiß. Und ich will euch nochmals erinnern, falls ihr euch auch den Beta-Test antun wollt, euch das selber mal anschauen wollt, ja, PM mir. Schickt mir einfach per YouTube über die persönliche Nachricht einfach eure E-Mail-Adresse und ich kann mal zusehen, ob ich da was machen lassen kann. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich habe bis jetzt noch das Feature nicht ausprobiert, denn ich bin nicht so lange in der Beta dabei. Habe aber jetzt ein bisschen quasi das Spiel ausgetestet und habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal ein Video, um vor allem auf das Spiel aufmerksam zu machen. Ich habe einiges auf YouTube bis jetzt gesehen. Es hat mich aber bis jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Es hat ein bisschen Interesse geweckt, aber ja. Und sonst immer zurückziehen bei den Türmen, weil es ein bisschen kritisch wird. Unser Turm hier, der hält nicht wirklich viel mehr aus, aber trotzdem. Vor allem, wenn hier 2 bis 3 Helden auf einen zurennen, nicht gut. Auch als Tank nicht. Vor allem Ra hier hinten ist sehr gefährlich, macht sehr viel Schaden. Wie üblich bei solchen Spielen sind vor allem Magier sehr stark im Burst-Schaden. Und man sollte versuchen, den dann auszuweichen. Bei Ra hat man schön gesehen, er hat eine Fähigkeit, die quasi so einen Strahl nach vorne verschießt und auf dem Boden. Und ich glaube, der kommt dann auch wieder irgendwie zurück. Von daher sollte man versuchen, rauszukommen. Genauso wie beim Ultimate auf der Nummer 4 von Ymir. Er bleibt stehen und fängt an, quasi das ganze Gebiet um ihn herum langsam einzufrosten. Und in der Zeit solltet ihr abhauen, denn wenn ihr stehen bleibt, dann kriegt ihr einiges an Schaden. Da vorne hat man auch dieses Ultimate gesehen. Auch mal schon, kann man jemanden abfangen? Ja, machen wir die Bogenschützen mal kaputt. In der Zwischenzeit. Und die feindlichen Helden konnten uns jetzt quasi nicht attackieren. Die müssten erst rundherum laufen und das ist auch ein bisschen riskant. Das ist auch das Schöne, dass wirklich diese Lanes nicht allzu breit sind. Und das Blenden ist mies. Man sieht wirklich gar nichts mehr. Von daher einfach wie wild drauf losklicken. Ymir haben wir noch erwischt, eingefroren und jetzt zu brauen. Sicherheitshalber noch quasi die Wand setzen, damit er nicht abhauen kann. Und schön Kills einsacken. Und
ja, das läuft quasi so die ganze Zeit, vor allem dieses Minion-Kill, die Minion-Kill-Phase, die zieht sich einigermaßen hin, würde ich mal behaupten. So bestimmt 10, 15 Minuten dauert es ungefähr, bis man dann beim Phönix mal ist. Und da muss man den runterkriegen und dann halt weiter pushen. Und die Feinde, die schlafen ja auch nicht, von daher... Ich denke mal, bis man zum Phönix kommt, in einem durchschnittlichen Spiel, wird es sicherlich die ersten 20, 25 Minuten im krassesten Fall dauern. Okay, hier gibt es einen Lag. Wie gesagt, Beta-Server. Und wir werden dann gleich in Kürze mal das Spiel dann quasi neu starten und dann zu unserer Überraschung feststellen, dass alles wieder funktioniert. Dass wir wieder im Spiel sind mit den gleichen Leuten. Hier seht ihr den Login-Bildschirm. So ganz nebenbei. Schnell mal einloggen. Und wir sind direkt im Spiel drin. Kein Menü, nichts. Und das ist echt fein. Hier kurz eine Kontrolle, wie weit die Spieler so gekommen sind. Mit Level 11 sind wir nicht wirklich der Stärkste. Aber es wird gehen. Wie ihr vielleicht gesehen habt oder später dann beim Endbildschirm, beim Score-Bildschirm dann sehen werdet. Einige Leute, die sind echt häufig gestorben hier. Die sich wirklich häufig ganken lassen haben. Das ist nicht wirklich gut. Ihr feedet damit quasi das gegnerische Team. Die kriegen die ganzen Experience und Goldteile und können sich dann noch stärker machen. Und das ist gar nicht gut. Denn MOBA-Spiele haben quasi den Drang dazu, zu schneeballen, sagt man im Englischen. Und zwar, dass quasi dann, falls man in Verzug kommt und der Gegner immer stärker und stärker wird, dann wird der Gegner einfach immer stärker und stärker und der Abstand wird immer größer und größer. Und irgendwann sind die Gegner dann einfach zu stark, dass man dann entweder freiwillig aufgibt oder sie einfach einen niederwalzen. Hier auch sehr schön ganz Crowd-Control-Fähigkeiten einsetzen, stunnen, vereisen, verhindern, dass sie weglaufen, aufpassen, dass die Türme einigermaßen uns nicht erwischen. Die Eiswand war vielleicht ein bisschen blöd gesetzt. Damit haben wir Ra blockiert, der hier links steht. Deswegen müsste man auch aufpassen bei solchen Fähigkeiten. Ob sie wirklich jemanden einsperren, wie hier Ymir zum Beispiel mal wieder. Der arme Ymir. Oder ob sie quasi die freundlichen Caster oder besser gesagt die Teammates daran hindern, ihren Cast durchzubringen. Wobei, man kann es auch einsetzen, um quasi das eigene Team dann ein bisschen zu beschützen. Damit sie halt weniger Chancen. Und hier opfern wir uns für das Team. Wobei, so eine Sache gibt es eigentlich nicht in MOBA-Spielen. Man muss wirklich zusehen, dass man sich nicht opfert. Und wenn man sich opfert, dann muss es wirklich was Ordentliches bringen. Hier seht ihr, wenn man R drückt, kann man auch sehen, wer ihn getötet hat, wer assistet hat, mit was man quasi so alles an Schaden geschluckt hat. Auch sehr praktisch, um quasi das nachvollziehen zu können, falls man es nicht wirklich mitbekommen hat. Gucken wir uns wieder die Items an. Und sonst kann man quasi zwischen den übrigen lebenden Charakteren hin und her switchen. Das Äffchen, das ist hier unterwegs und spielt auch wirklich. Der andere Spieler, der ist momentan irgendwie AFK. Was nicht wirklich so toll ist. Aber momentan kann man sagen, wir spielen wieder 4 gegen 4. Und nur einer war jetzt auf dem Feld. Das hat unseren Gegnern wiederum Zeit gegeben, um weiter die Lanes zu pushen. Hier in der Mitte ist unser befreundeter Spieler und ja, die Frage ist, wo wollen wir hingehen? Mid, Top oder Bottom? Bottom wird einigermaßen gut gepusht von unseren eigenen Creeps. Mitte sieht ein bisschen schlechter aus. Wobei eigentlich geht's. Und links sind die zwei anderen Helden. Von daher folgen wir unserem Äffchen und werden wahrscheinlich rechts dann ein bisschen weiter pushen. Notfalls dann vielleicht links wieder zusteuern. Und ja, also man soll quasi nicht dieses Mindset haben, dass man einfach nur eine Linie hat und sonst nicht hin und her switcht. Man sollte wirklich hin und her wechseln, je nachdem. Unser AFK-Spieler ist auch wieder da. Er wird in Kürze nach rechts oder besser gesagt vorne switchen. Und wir können dann auch gleich dann abhauen. Zuerst helfen wir hier ein bisschen mitzugenken. Und dann können wir wieder in die Mitte. Denn die Mitte, die sieht auch nicht so gut aus.
Aber sonst links und rechts sind wir eigentlich gut vertreten. Und recht weit oben. Also gehen wir mal in die Mitte. Und gucken uns das mal an. Sonst vielleicht hier oder da mal auf dem Weg ein paar Mobs killen, um bestimmte Buffs zu holen. Was mir zum Beispiel bei Ymir recht gefällt, ist der Mana-Buff. Das ist einigermaßen praktisch. Damit kann man dann ein bisschen mehr casten. Und hier ist dieses Feuergefängnis von dem Baron, wie die Leute ihn momentan nennen. Und das ist halt so ein stärkerer Elite-Gegner. Hier haben wir Shiva und Ra, die sind auch ganz, ganz böse. Machen recht viel Schaden. Vor allem vor Ra habe ich Angst, aber Shiva, die wirbelt auch ordentlich herum. Und dann müssen wir auch aufpassen, dass wir die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Vor allem Fernkämpfer haben es recht einfach. Die können einfach links, rechts sich bewegen und schön Sachen ausweichen und vor allem Schaden machen. Wir wollten Ymir einsperren, jetzt haben wir ihn eingesperrt. Aber er hält mittlerweile auch recht viel aus, der feindliche Ymir. Und er hat kapiert, dass man da rauslaufen sollte. Nice. Wir selber sollten auch hier rausgehen. Und sonst, was auch vielleicht interessant wäre, vor allem wenn man zum Beispiel einen Magier oder Caster spielen will, in Smite, ihr müsst wirklich einigermaßen zielen mit den ganzen Spells, denn sie sind projektilbasierend. Das heißt, ihr feuert einfach drauf los und man kann den ausweichen oder man kann sie einfach fressen. Und ihr könnt schreien in your face, aber naja, ihr müsst nicht unbedingt in your face schreien, aber ja, ihr versteht, was ich meine. Sonst hier unsere Teammitspieler, die schreiben einigermaßen viel und ja, haben auch Taktikvorschläge, benutzen aber auch teilweise den V-Key, die V-Taste, um diese Voice-Commands, die im Spiel vorhanden sind, abzugeben. Was sehr, sehr praktisch ist. Und ich bin ja vorhin darauf eingegangen quasi und habe euch erzählt, wie nett diese Funktion ist. Und viele andere MOBA, die versuchen das auch ein bisschen auszuweiten, diese Funktion. Vor allem, wenn ihr Solo-Ranked spielen solltet, ist es praktisch, wenn man schnell einfach Befehle abgeben kann und die Leute hoffentlich einem zuhören und die Frustration nicht allzu groß wird. Und jetzt machen wir uns quasi aus, den Baron zu killen. Und der ist halt in diesem großen... ja, in dieser großen Höhle da, wo wir vorhin waren, auf der linken Seite. Und hier helfen wir ein bisschen in der Mitte, damit sie nach vorne gepusht wird, uns ein bisschen Zeit verschafft, so dass wir in der Zwischenzeit quasi den Baron killen können. Und ich bin mal gespannt, wie sich das so macht, der Baron. Erinnert mich sehr an ein Eredar irgendwie aus World of Warcraft, aber ja. Vielleicht sind das nur Zufälle. Auf jeden Fall mager ist heiß. Und ja, er hält nicht wirklich viel aus. Wir sind jetzt zu dritt drin, unser vierter Mann kommt auch gleich und wir machen den einfach total zunichte. Dabei sind wir ja zwischen Level 14 und Level 18 sogar. Ja, das Äffchen halt. Der aktivste und beste Spieler, wie es aussieht. Und mal schauen, links sieht es ein bisschen interessant aus, da sollten wir weiter pushen. Und ja, ein Phönix ist down gegangen. Rechts sieht es ein bisschen schlechter aus bei uns momentan. Da sind die jetzt schon unten, was sehr, sehr schlecht ist. Ist die Frage, gehen wir nach unten und helfen denen? Ymir haut ab, also können wir eigentlich auch abhauen. Links sieht es einigermaßen gut aus. Blau, raus, raus. So viel Schaden hat es auch nicht gemacht. Aber anscheinend werden wir wahrscheinlich nach unten laufen. Aber... ja, da sind einigermaßen viele von unseren Mitspielern schon da. Von daher, wenn ihr seht, es sind genug da, die unterstützen, dann müsst ihr nicht unbedingt hin. Und seht zu, dass ihr in regelmäßigen Abständen zur Base zurückkommt, um euch vor allem hochzuheilen und auch um neue Items zu kaufen. Bei den Items, das habe ich gar nicht erwähnt, gibt es bis zu 3 Upgrade-Stufen. Von daher, ihr seht das an den grünen Punkten oben. Das feindliche Team hat aufgegeben, der Minotaurus ist down und wir haben gewonnen. Wenn man freundlich ist, dann schreibt man GG aka GG, um Good Game zu sagen, denn beide Teams haben sich einigermaßen angestrengt.
Ymir rockt. Hier seht ihr die Statistiken, was wir halt alles so bekommen haben. Ungefähr mehr als die Hälfte des Levels. Und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hier seht ihr noch den Score-Bildschirm mit den Items und den Builds und alles. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Like das Video und es gibt mehr zu Smite. Bis dann!